Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem heutigen Vinyasa Flow. Heute kurz und knackig, aber kernig für unsere Bauchmuskeln. Ich freue mich drauf, es wird ein bisschen hitzig, aber denkt immer dran, hitzig ist toll für unser Solarplexus-Chakra. Das heißt, wir kriegen ganz viel positive Ausstrahlung und so ein bisschen Bauchmuskelkater macht doch ganz schön das Gefühl, als ob wir etwas gemacht haben. Genau. Bis gleich auf der Matte, ich freue mich auf euch. So ihr Lieben, tatsächlich benötigen wir heute eigentlich nichts. Ja, nichts weiteres außer unseren Körper. Und wir beginnen heute im Liegen auf unserem Rücken. Lass die Beine gerne einen Moment noch aufgestellt. Denn durch einen tiefen Atemzug hier richtet euch ein in so einer Halbentspannung. Beziehungsweise wir wollen runterfahren, wir wollen die Hektik gehen lassen. Wir wollen Entspannung, Ruhe, Lösung finden. Aber parallel wollen wir hier auch ein bisschen unsere Energie sammeln. Ja, also nicht in die Ruhepose kommen, wie jetzt zum Ende der Stunde, sondern in eine Ausruhpose, in der wir Energie und Kraft schöpfen können. Nimm einen tiefen Atemzug ein hier und einen langen Atemzug aus. Zieht schon mal das Kinn gegen die Wirbelsäule. Spürt den Atem ganz tief in euren Bauch fließen. Und mit jedem Ausatmen werde ich ein bisschen schwerer auf meiner Matte. Entspanne ein bisschen mehr. Lass die Schultern vielleicht nochmal hinterm Rücken ein bisschen zusammenkommen. Atme tief ein. Und extra lange aus. Mit eurem nächsten Einatmen. Zieht ihr langsam eure Beine in eure Brust. Wir geben uns eine große Umarmung. Und wenn wir gleich zu den Bauchmuskeln kommen, dürft dieses Mal euer Gesicht parallel zum Himmel anheben. Der Nacken bleibt schön lang. Also das Kinn geht gegen die Wirbelsäule. Und wir tun hier so ein bisschen rechts und links rollen, den Rücken massieren. Ihr dürft auch schon ein bisschen nach vorne und nach hinten rollen. Da kommen wir nachher noch dazu. Zuallererst möchte ich euch durch ein paar Yogi-Bicycles führen. Die kennt ihr aus dem Kurs Dabi Yoga, das ich unterrichte. Mit eurem Ausatmen legt ihr euren Kopf wieder ab, nehmt euch einen tiefen Atemzug ein und dann mit dem nächsten Ausatmen heben wir unsere Beine so, dass die Schienbeine parallel zum Boden kommen. Wir atmen ein, wir nehmen die Hände über Kopf und strecken uns mal aus den Schultern lang, bevor wir mit dem Ausatmen unsere Hände verfächern und hinter unseren Kopf legen. Ihr könnt so ein bisschen die Zehenspitzen anspitzen, das hilft. Ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr die Beine einfach locker lasst. Sehr schön. Mit unserem nächsten Ausatmen hebe ich mein rechtes Schulterblatt ab vom Boden. Das linke Schulterblatt bleibt liegen. Ich atme ein. Mit dem Ausatmen schiebe ich mein linkes Knie zum rechten Ellenbogen und komme in einen Twist. Je tiefer ich mein rechtes Bein senke, desto intensiver wird es für die Bauchmuskeln. Einatmen, zurückkommen. Alles ablegen. Ausatmen. Linkes Schulterblatt geht nach oben, rechtes Schulterblatt liegt. Ich atme ein. Mit dem Ausatmen crunche ich auf meiner anderen Seite. Atme ein, komm zurück, beide Schulterblätter liegen. Ausatmen. Rechtes Schulterblatt kommt nach oben. Einatmen, gerne kurz pausieren. Ausatmen. Crunchen. Und dabei liegt unser linkes Schulterblatt auf dem Boden. Das heißt, wir bewegen uns nur in unsere seitlichen Bauchmuskeln. Oder was heißt nur? Primär, das ist unser Ziel. Mit jedem Ausatmen, ihr könnt langsam ein bisschen schneller werden, crunchen wir. Mit dem Einatmen öffnen wir, füllen die Weite, ausatmen, crunchen. Es dürfte Runde 4 sein, wir machen 10 pro Seite. Puh, langsam gewissenhaft arbeiten. Wenn die 10 zu 4 sind, dann macht ihr halt nur 5. Aber ganz langsam und ganz gewissenhaft. Mit eurem Körper, ganz in Einklang mit eurem Atem. Das ist Runde 7. Runde 8. Ich muss nachher mal nachzählen, nachher habe ich voll geschummelt. Ich glaube, ich haue immer eher mehr drauf als zu wenig. Und das ist Nummer 9. Nummer 10. Und
Nochmal zurück zur Ausgangsposition, ausatmen, Beine zum Boden bringen. Wenn ihr sehr merkt, dass eure Bauchmuskeln verspannt sind, legt die Hände neben euer Gesäß, hebt mit dem Einatmen euer Gesäß nach oben, nehmt einen tiefen Atemzug in eure Vorderseite. Wem es anders hilft, der darf natürlich auch sehr gerne einfach die Beine in die Brust ziehen. Egal wo ihr seid, nehmt einen Atemzug. Und mit dem Ausatmen treffen wir uns auf dem Rücken, Beine aufgestellt. Sehr schön, nehmt einen tiefen Atemzug ein. Und mit dem Ausatmen Bauchmuskeln anspannen, Beine in die Brust ziehen. Und wir fangen an, langsam nach vorne und nach hinten zu wippen. Es wird ein bisschen anstrengend für die Bauchmuskeln. Aber wir wollen jetzt nach oben kommen in die Boat Pose. Das heißt, ich fange langsam an, mich nach vorne zu wippen, aufzusetzen. Mit meinem nächsten Einatmen halte ich in der Boat Pose, nehme die Beine parallel zum Boden. Ich atme ein. Ihr könnt die Hände in euren Kniekehlen haben oder an der Seite fliegen. Tief durchatmen. Ein. Und ausatmen. Lasst euch sanft umfallen. Wir machen das noch viermal. Einatmen. Nach oben kommen, landen, ausatmen, halten. Einatmen. Und ausatmen, umfallen. Ha, noch drei. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, halten. Einatmen. Und ausatmen, umfallen. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, halten. Hier haben wir ganz viel Platz. Wir präsentieren also die Goodies mit dem Ausatmen wieder umfallen lassen. Noch. Einmal, zweimal. Einatmen. Und ausatmen. Ein letztes Mal machen wir. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, halten. Einatmen. Und Achtung, mit dem Ausatmen überkreuzen wir die Knöchel und kommen nach vorne auf alle Viere. Erlösung für die Bauchmuskeln. Katze, Kuh. Fünfmal für euch selber. Mit jedem Einatmen kommen wir in einen Hängebauch. Möchte ich nicht sagen. Spannt mal den Bauch aber gegen die Wirbelsäule. Das dehnt eure Bauchmuskeln dann gegen. Atmet aus und in einen Katzenbuckel. Drückt euch raus aus der Matte. Atmet ein. Kommt in eure Kuhposition. Nummer 2. Und ausatmen. Katzenbuckel. Einatmen. Nummer 4. Nummer 3. 10 kann ich auch nicht heute. Und ausatmen. Einatmen. Nummer 4. Und ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, Nummer 5. Mit dem Ausatmen drückt ihr die Zehenspitzen unter, schiebt nach hinten und nach oben. Für den Downward Facing Dog, den ersten Downward Facing Dog des Tages. Und jetzt dürft ihr gerne die Beine ein bisschen ausschütteln und findet euren Atem. Atmet tief durch. Lang ein. Und extra lang aus. Und ein. Und aus. Tief einatmen. Mit eurem Ausatmen schiebt ihr die linke Ferse gegen den Boden, nehmt den rechten Fuß Richtung Himmel. Atmet ein. Mit eurem Ausatmen bringt ihr das rechte Knie zum linken Ellenbogen, aber ganz langsam. Nehmt euch einen Atemzug ein, wenn ihr das Knie vorne habt. Einatmen hier. Ausatmen, wieder Richtung Himmel schieben und dann einatmen, aus den Schultern rausschieben. Ausatmen, rechtes Knie zum linken Ellenbogen. Wir machen 3. Einatmen, halten. Ausatmen, langsam zurückbewegen. Einatmen, Fuß Richtung Himmel, aus den Schultern rausdrücken. Ausatmen, rechtes Knie, linker Ellenbogen. Einatmen, das Knie bleibt vorne. Ausatmen, hier. Langsam wieder Richtung Himmel schieben. Einatmen, aus den Schultern rausdrücken. Mit eurem Ausatmen ganz langsam bringt ihr das rechte Bein nach vorne hinter die rechte Hand und wir stellen den Fuß ab. Unser linkes Knie kommt auf die Matte. Gewicht bleibt in der linken Hand. Wir atmen ein, nehmen die rechte Hand nach vorne, führen die Daumen Richtung Himmel. Atmen aus. Mit unserem Einatmen werden wir leicht auf der linken Hand. Mit dem Ausatmen kommen wir nach oben. Für einen gedrehten Low Lunge. Ein und aus. Einatmen und aus. Einatmen Nummer 3 von 5 und aus. Einatmen Nummer 4 von 5 und aus.
Einer für Nummer 5 außerhalb dem rechten Arm kommt am Oberschenkel entlang. Wir strecken beide Hände Richtung Himmel. Einatmen. Ausatmen, Hände kommen zurück nach unten. Einatmen, hinteres Bein anheben. Ausatmen, in eure Plank-Position. Kommt durch euer Vinyasa oder ihr dürft auch das Vinyasa überspringen und in den Downward Facing Dog kommen. Wir treffen uns im Downward Facing Dog, egal wie ihr euch entscheidet. Wer schon da ist, der tritt gegen die Matte und schüttelt die Beine dadurch ein bisschen aus. Sehr schön. Also herzliche Einladung, wenn ich heute nicht nach Schulterarbeit ist, auch die Chaturangas zu überspringen. Das ist völlig in Ordnung. Chaturangas sind so eine Sache. Mit eurem nächsten Ausatmen drückt ihr bitte die rechte Ferse auf die Matte und nehmt den linken Fuß Richtung Himmel. Atmet ein, schiebt raus zum Schultern. Mit dem Ausatmen linkes Bein Richtung rechte Ellenbogen. Deckt dran. Mit dem Einatmen halten wir das hier. Einatmen. Und mit dem Ausatmen in Zeitlupe bewege ich mich zurück. Mit dem Einatmen schiebe ich raus aus den Schultern. Einatmen hier. Ausatmen, linkes Knie geht Richtung rechte Ellenbogen. Einatmen hier halten. Ausatmen, sanft zurückbewegen. Einatmen Richtung Himmel. Nochmal ausatmen. Richtung rechte Ellenbogen. Einatmen halten. Ausatmen, langsam zurückbewegen. Einatmen, lang machen aus der Schulter. Ausatmen, linkes Bein kommt Richtung linker Ellen, linke Handfläche. Wir stellen den Fuß hinter die linke Hand. Gewicht in die rechte Hand. Wir atmen ein, schauen nach vorne. Ausatmen, rechtes Knie auf die Matte. Einatmen in die rechte Hand drücken, die linke Hand geht nach vorne. Wir kommen in einen kleinen Twist. Einatmen und aus. Passt auf, dass das vordere Knie nicht nach außen fällt. Das macht es euch leichter, was jetzt gleich kommt. Wir halten das Knie also bei uns. Atmen ein, bleiben leicht auf den Fingern. Mit dem Ausatmen heben wir uns nach oben. Gedrehter Low Lunge. Tief einatmen und aus. Und ein, Nummer zwei. Und aus. Ein, Nummer drei. Und aus. Ein, Nummer vier. Und aus. Ein, Nummer fünf. Mit dem Ausatmen, linke Hand zurück am Oberschenkel, Richtung Himmel. Ein. Und ausatmen, die Hände zurück zur Matte. Einatmen, wir kommen in unsere Plank-Position. Ausatmen durch euer Vinyasa oder ohne Vinyasa in euren Downward Facing Dog. Im Downward Facing Dog treffen wir uns alle und dann legen wir noch ein kleines bisschen was drauf. Mit eurem nächsten Einatmen drückt ihr die linke Ferse wieder auf die Matte, nehmt den rechten Fuß Richtung Himmel. Einatmen, ausatmen, rechtes Knie geht Richtung linke Ellenbogen. Wir halten das hier, atmen ein. Mit dem Ausatmen drehe ich mich und komme in meinen Seitstütz. Einatmen, ausatmen, zurück. Einatmen, Fuß Richtung Himmel. Noch zweimal. Ausatmen, rechtes Knie Richtung linker Ellenbogen. Einatmen, ausatmen, drehen. Einatmen, Seitstütz. Ausatmen, zurück zur Matte, die Hand. Einatmen, Fuß wieder Richtung Himmel. Letzte Runde. Ausatmen, rechtes Knie Richtung linker Ellenbogen. Einatmen, ausatmen, Seitstütz, einatmen, ausatmen, abstellen, einatmen, rechter Fuß wieder Richtung Himmel. Ausatmen, rechtes Knie Richtung rechte Ellenbogen, rechte Hand hinter die, rechter Fuß hinter die rechte Hand. Wir atmen ein, diesmal bleibt das hintere Knie oben. Nehmen die rechte Hand Richtung Himmel, einatmen, ausatmen, nur das linke Knie leicht anbeugen. Einatmen, langsam leicht werden auf den vorderen Zehenfingerspitz. Und ihr denkt es euch schon, mit dem Ausatmen kommen wir nach oben. Einatmen, Nummer zwei. Und aus. Einatmen, Nummer drei. Und aus. Einatmen, Nummer vier. Und aus. Einatmen, mit dem Ausatmen geht die rechte Hand am Oberschenkel vorbei und hat. Wenn wir die Hände beide in Richtung Himmel haben, dann platzieren wir unsere linke Ferse und kommen in unseren Krieger 2. Ausatmen. Puh. Einatmen. Und aus. Schultern entspannen.
Noch drei. Tief einatmen. Und aus. Könnt gerne die vorderen Zehenspitzen anheben. Bisschen mehr Feuer in den Oberschenkeln. Ein. Und aus. Letzter Atemzug ein. Und mit dem Ausatmen kommen wir ganz nach unten. Drehen auf den hinteren Fuß. Einatmen nach vorne schauen. Ausatmen, Plank-Position. Einatmen rausdrücken. Geht durch euer Vinyasa oder direkt in den Downward Facing Dog. Wir treffen uns im Downward Facing Dog. Atmen hier tief durch. Bereit für die andere Seite? Sehr schön. Mit eurem nächsten Einatmen, Ausatmen drückt ihr die rechte Ferse auf die Matte. Atmet ein in den linken Fuß Richtung Himmel. Ich drehe mich, damit ihr es besser sehen könnt. Linker Fuß ist Richtung Himmel. Ausatmen. Linkes Knie geht Richtung rechter Ellenbogen. Einatmen halten. Ausatmen. Seitrücken. Einatmen aufmachen. Ausatmen, abstellen, einatmen, linkes Bein wieder Richtung Himmel, noch zwei. Ausatmen, linkes Knie Richtung rechte Ellenbogen, einatmen, ausatmen, Seitplank, einatmen, ausatmen, abstellen, einatmen, Fuß wieder Richtung Himmel. Ausatmen, letzte Runde, linkes Knie, rechte Ellenbogen, einatmen, ausatmen, Seitplank, einatmen. Ausatmen, rechte Hand abstellen, einatmen, wieder Richtung Himmel, wie Legged Down. Ausatmen, linkes Bein geht hinter die linke Hand. Wir atmen ein, schauen nach vorne. Wir atmen aus, Gewicht in die rechte Hand. Linke Hand geht nach vorne und ich öffne mit dem Ausatmen in mein Chest. Das senkt mein rechtes Knie ein bisschen, sodass ich hier einen schöneren Winkel habe. Dann werde ich mit dem Einatmen leichter zur rechten Hand und atme aus. Komm nach oben. Einatmen Nummer zwei. Und aus. Einatmen Nummer drei. Und aus. Einatmen Nummer vier. Und aus. Einatmen Nummer fünf. Ausatmen. Linke Hand geht am Oberschenkel vorbei. Wir kommen wieder in den High Lunge. Mit dem Ausatmen platziere ich meine rechte Ferse. Krieger 2. Bin ich sogar ich aus der Balance gekommen. Einatmen hier und aus. Entspannt eure Schultern. Einatmen, hebt gerne die vorderen Zehenspitzen und aus. Nach zwei. Tief ein. Und aus. Und ein. Und aus. Letzter Atemzug ein. Mit unserem Ausatmen kommen wir ganz nach unten. Wir drehen auf den hinteren Fuß. Einatmen, Plank-Position. Ausatmen, kommt durch euer Vinyasa. Und dann treffen wir uns dieses Mal in unserer Kindspose. Nehmen die Knie auf die Matte und legen kurz die Hände neben die Füße. Tief durchatmen, lang ein und extra lang aus. Einatmen und aus. Schwer werden. Tief einatmen. Und aus. Und noch zwei. Beobachtet euren Herzschlag. Beobachtet, was vorgeht in eurem Körper. Beobachtet eure Gedanken. Bevor ihr mit eurem Einatmen die Hände wieder weit nach vorne nehmt, mit dem Ausatmen im Katzenbuckel nach oben kommt, dann atmen wir ein, kommen in unsere Kuhposition, überkreuzen unsere Beine und kommen hinten ins Sitzen. Ups! Auf unseren Po. Die nächste Übung lehnt, kennt ihr schon, die haben wir vorhin ohne Hände gemacht. Wir kommen wieder in unsere Boat Pose. Um die anzufangen, dürft ihr gerne eure Hände ein bisschen neben euch setzen, ganz leicht, damit ihr eure Beine erstmal stapeln könnt. Ja? Wir machen jetzt die Boat Pose mit den Fingern. Wir nehmen zwei Finger in jeder Hand, greifen unsere großen Zehen. Ja? Und dann sieht es so aus. Also ich sitze dann mit möglichst geradem Rücken, das heißt die Schulterblätter gehen hinterm Rücken zusammen. Ich schiebe meine Fersen von mir weg und die Beine sind erstmal angewinkelt. Ihr könnt auch, wenn es sehr schwierig ist, hier anfangen. Ja, also einfach so ein kleines Eichchen sein und erstmal eure Beine halten, um die Balance zu finden. Und vielleicht könnt ihr dann ein Bein ausstrecken und dann das andere. Ja, wenn es gut geht, atmen wir ein, wir ziehen die Schultern nach oben zu den Ohren und dann hinterm Rücken zusammen. Und jetzt kann ich auch mal anfangen, ein Bein auszustrecken, zu gucken, wie das so stabil ist. Und dann kann ich vielleicht das
zweite dazu nehmen und finde hier eine wunderschöne Beinrückseitendehnung, die aber durchaus mit den Bauchmuskeln zusammenhängt. Atme tief ein und aus, wenn ihr es habt. Wer rausfällt, gar nicht schlimm. Wir bleiben hier noch ungefähr 3 Atemzüge. Tief einatmen. Dann aber nicht gleich rausfallen, es geht weiter. Noch 2, tief ein. Und aus. Und ein. Mit dem Ausatmen drehe ich Zehenspitzen und Knie nach außen und führe dann meine Beine. Ups. Ja, genau, das kann auch passieren, dass ich so ein bisschen nach hinten rutsche. Ich versuche mich aber wieder aufzurichten und führe meine Beine nach außen. Tief durchatmen. Ein. Und aus. Noch 3, tief ein. Und aus. Und ein. Und aus. Letzter Atemzug ein. Mit dem Ausatmen führen wir langsam die Beine wieder zusammen. Atmen ein. Hier noch einmal. Atmen aus. Senken unsere Schienbeine wieder. Atmen ein. Mit dem Ausatmen stellen wir unsere Beine ab. Atmen ein. Machen wir uns lang. Und jetzt werdet ihr euren Rücken wahrscheinlich spüren. Mit dem Ausatmen fahren wir auch um den Rücken, auf den Rücken. Und rollen uns ein bisschen rechts und links. Ich platziere ein bisschen mehr mittig auf der Matte. Ich werde natürlich auch die Blowpause wieder drinnen lassen. Ich, auch als Lehrer, und gerade in solchen Beinrückseiten-Sachen bin ich nicht die Größte. Aber dann seht ihr mal, dass auch wir hart arbeiten müssen. Keiner ist unfehlbar. Wir atmen tief ein. Und mit dem Ausatmen stelle ich die Fersen auf den Boden. Wir wollen jetzt den unteren Rücken und unsere Bauchmuskeln entlasten. Dazu kommen wir wieder in die Bridge Pose. Das heißt, Beine sind Hüftbreit auseinander. Ich nehme meine Hände lieber meinen Körper. Atme ein, ziehe die Schulterblätter und den Rücken zusammen. Und mit dem Ausatmen hebe ich mein Gesäß Richtung Himmel. Dann könnt ihr mit den Händen zusammenlaufen. Atme tief ein. Und lange aus. Und ein. Und aus. Noch 3, tief einatmen. Und aus. Und ein. Und mit dem Ausatmen lösen wir die Hände. Kommen langsam Wirbel für Wirbel zurück nach unten. Atmen dann ein, ziehen erst die Beine in unsere Brust. Und dann strecken wir die einfach Richtung Himmel aus und schütteln mal ein bisschen. Schütteln ein bisschen die Beine. Schütteln die aus, ihr könnt auch ein bisschen Rad fahren, einfach ein bisschen Käfer sein, durch die Arme gerne zunehmen, aber Finger werdet ihr vielleicht auch spüren. Das war's schon für heute. Viel Bauchmuskeln, kurzer, aber knackiger Flow. Ganz langsam bringen wir die Fersen zurück auf den Boden. Und ihr dürft euch jetzt aussuchen, ob ihr noch kurz in eure Balakonasana kommen wollt, das heißt Fußflächen aneinander, Knie weit, kann sich toll anfühlen. Nehmen wir vielleicht die Hände über Kopf und greifen die Ellenbogen oder ob ihr euch direkt in die Savasana verabschieden wollt. Atme tief durch, lang ein und extra lang aus, werdet schwer, entspannt die Schultern. Und dann letztendlich nach unten in eure Ruhepose, bleibt hier gerne. Noch mindestens 10 Atemzüge. Mir hat sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Eine kleine feurige Einheit für heute. Und damit sage ich Namaste an euch. Schön, dass wir zusammen Yoga gemacht haben. Und bis zum nächsten Yoga-Video.